Oh, wir sind einmal Lev Neff auf dem Spring Gaming. Ganz genau. Was ist Spring Gaming? Was Spring Gaming ist am Anfang ein Konzept, das wir die ersten Kehr gemacht haben, hier an der Lux Expo. Wir sind gefreut, für eben Gaming-Konzept zu entwickeln. Am haben verschiedene Zonen am Anfang, die wir proposieren den Leuten. Okay, was sind das für Zonen? Die erste Zone ist ein Main Stage, wo wir ein Rocket League-Turnier haben. Da haben wir Präqualifikationen gemacht und da sind die 8 Best-Teams samstags und sonntags eben hier. Und dann haben wir Retro-Gaming, hier haben wir das gesagt, nicht. Street Fighter auf der PS1, PlayStation 2, wir haben Sega Dreamcast, wir haben Gamecube, wir haben Nintendo 64, also für jeden etwas mit dabei. Und dann haben wir noch den New Gen, da haben wir dann die neuesten Konsolen, wie ein PlayStation 4, wie Nintendo Switch, wo nicht der Fehler mit Zelda und noch ein paar andere Sachen eben. So. Wie hast du die Zusammenarbeit zwischen 11F und der Lux Expo gekommen? Wir sind am Anfang gefragt, für eben das Konzept zu machen. Das ist, dass ein Partner, das idea.lu, den hat uns eben schon lokal. Wir haben schon mit ihm zusammengearbeitet, auf anderen Projekten. Und hier hat am Anfang gesagt, hey Jungen, komm, wir machen etwas mit Großes. Lux Expo, wer das nicht? Ja, und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt. Was tut da genau für Sachen neu für die Leute zu präsentieren, für die Besucher? Naja, Besucher können eben, wie gesagt, auf den verschiedenen Ständen, wo wir gerade gesagt haben, spielen. Retro, New Gen oder als Publikum eben agieren um Main Stage. Aber wir haben auch einen Shop hier, der Cash Converter hier, der verkauft Spieler von A bis Z, von denen hier alles, ich meine, bis PlayStation 3 ist alles mit dabei, von PlayStation 1 an Nintendo-Spieler, Wii, alles ist mit dabei. Da können alle gerne anders kommen, das geht auch natürlich heute zu sehen. So, letztes Jahr hat man ein Interview mit dir an der Gaming Bar. Gaming Bar, macht das noch immer regelmäßig? Gaming Bar momentan ist auf Eis gelöst, da machen wir ein bisschen mehr los, weil wir eben ganz viele Projekte haben, die werden viel Zeit von uns eben an Anspruch wollen. Das ist den heutigen Spring Games an der Lux Expo und dann den nächsten, das direkt auf der LGX. Ich meine, da haben wir es ja auch letztes Jahr schon gesehen, Luxemburg Gaming Experience am Casino 2000 zum Mondorf. Wie hast du gekommen, dass er das dort LGX veranstaltet? Na ja, Saturn hat uns im Dezember angeschrieben, denke ich, für ein Meeting zu machen. Wir haben uns nicht dabei geduldet, wir wussten nicht genau, für was das wir. Und da sollten sie eben LGX, wir wollen das Jahr mit groß machen. Wir hätten gerne einen professionellen Partner, würden das auch gerne mitmachen. Und natürlich sollten wir auch hier direkt ja. Selbstverständlich, bei so großen Eventen wollen wir ein Teil davon sein. LGX, was erwartet ihr in das Jahr? Na ja, das Jahr wollen sie das ganz auf ein Next Level bringen, so wie ich von Ihnen eben gesagt habe. Als Meeting sind eben ziemlich gut verlaufen. Es wird den E-Sport-Teil weiter ausgebaut gehen. Sie wollen noch mehr wie nicht mehr League of Legends weisen. Sie wollen noch andere Spieler mit auflesen lassen, wie die FIFA 17, für eben für alle Gamer gut etwas dabei zu haben. Okay, das ist interessant. Auf alle Fall. Natürlich, also 11F geht wirklich mit groß. Ja, also. Sie werden selber auch, dass er nicht ganz konfirmiert, aber ein bisschen darf ich darüber schwätzen, es werden noch Starren kommen. Von einer Kompetition, nicht nur League of Legends, Star Players, wir auch, wir probieren FIFA. Und dann haben wir zwei, die Weltmeister die aktuell sind und letztes Jahr Weltmeister sind, natürlich von PSG E-Sport, versuchen wir hier einen auf Platz zu kriegen. Wir wollen noch eine Antwort, wir hoffen natürlich, es sieht ziemlich gut aus, dann müssen wir schon einen Akkord gehen. Und wenn wir den natürlich hier haben, dann kommen noch ein Rutsch mehr Leute, eben alle, die von FIFA verrückt sind, die werden dann auch noch da sein. Eine kleine Kompetition im Turnier wird auch da sein, FIFA. Natürlich geht es einfach mehr weit am Bereich ran, ja. So, auf der Spring Gaming High, ihr habt so ein Live-Event läuft. Was kannst du mir darüber erzählen? Was im Moment gerade live läuft, das ist am Anfang der Visual Acts. Hier ist ein von unseren Streamers, die regelmäßig für 11F Gaming streamen. Und hier ist gerade auf der großen Leinwand, hier ist am Gangen, wie gestern der Pampa Snake und den fette Pads im Netz. Und die Lux Gamers, die hatten wir auch schon in der Woche, für eben ein Livestream-Programm den Leuten anzubieten. Okay, das ist wirklich alles einfach drin. Für VR, Livestream-Programm, alle Retro-Konsolen. Genau. Das ist ein Mini-Convention, wo wir hier an der Spring Break, weil die Alfreos fahren, war. Nur als Spring Break. Wir haben hier wirklich probiert, ein ganzes Konzept heranzubringen. Wirklich, was der Gamer ausschwätzt an etwas Neues. Also, weil das ist hier so in der Form 250 Meter Karre noch nicht gehen hier an der Lux Expo. Okay, so ein Chef, vielen Dank für das Interview.
Dann schönen Tag noch. Schönen Tag. Ja.